Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagsvideo und in diesem Video wird es darum gehen, wie man den Elgato Stream Deck konfigurieren kann und wie man ihn dann natürlich einsetzt. Wie viele von euch sicherlich wissen, streame ich natürlich auch leidenschaftlich auf Twitch. Und da habe ich von Elgato damals den Elgato Stream Deck zur Verfügung gestellt bekommen, was ich euch jetzt hier über mir am besten einblenden werde. Das ist die Hardware. Und von euch aus gesehen, links neben mir, seht ihr die Software dazu. Die Software wird allerdings danach nicht mehr benötigt, die ist wirklich nur zum Einrichten. Und wenn ihr da alles fertig konfiguriert habt, dann könnt ihr ganz normal auf die Software verzichten. Das heißt, die muss dann zwar laufen auf dem PC, aber der Rest läuft dann über das Stream Deck. Gehen wir als erstes kurz in die Einstellung und schauen uns das Stream Deck an. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich die Game Capture Software fernzusteuern. Das heißt, alle Elemente, die man hier verwenden kann, werden dann als einen Button dargestellt, also man kann sie als einen Button darstellen und dann kann man diese dann ganz normal betätigen. So viel zum Game Capture. Dann haben wir die Möglichkeit, Tippi-Stream-Dinge einzubinden. Wir haben natürlich OBS Studio, die man natürlich zum Stream verwendet, die ich auch verwende zum Stream. Dann gibt es natürlich auch XSplit, das ist ebenfalls eine Streaming-Software. Dann haben wir Twitter. Hier können wir zum Beispiel sagen, hey, setz einen Tweet ab. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn ich einen Stream starte, hier unter Apps, ganz rechts außen die Möglichkeit, hier seht ihr das auch, weil alles, was ich auf dem Stream Deck mache, geschieht natürlich auch in der Software. Das ist immer in Echtzeit. Das heißt, wir können hier Anpassungen vornehmen und diese werden direkt auf dem Stream Deck sichtbar. Dazu aber gleich mehr. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, YouTube-Dinge einzubinden. Jetzt neu hinzugekommen, ich glaube im letzten Update erst, kam Mixer dazu. Das heißt, wer auf Mixer streamt von euch, kann natürlich auch Mixer verwenden. Und hier haben wir natürlich dann auch Twitch-Integration. Das heißt, hier können wir die Zuschauer uns anzeigen lassen. Wir können Werbung abspielen, den Streamtitel abfragen oder anzeigen lassen. Hier können wir verschiedene Dinge abrufen. Aber das kann dann jeder von euch selber rausfinden. Ich zeige euch heute nur die grundlegenden Funktionen und wie ihr das Ganze einstellt. Und dann haben wir natürlich hier noch das Stream Deck selbst. Stream Deck selbst bedeutet, wir können hier mit einem Doppelklick auf dem Pfeil zurück, können wir den Ordner wieder verlassen. Das heißt, das geht auf dem Stream Deck, genauso auch in der Software. So bin ich jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich habe ja hier noch jede Menge freie Plätze. Das heißt, wir haben hier 15 Button. Das wäre rein theoretisch möglich, dass wir 15 Ordner anlegen. Und diese Unterordner dann auch nochmal mit 14 weiteren Funktionen versehen können. Auch da können wir wieder einen Unterordner reinsetzen und so weiter und so weiter. Also ihr seht schon, unendliche Möglichkeiten. So, jetzt gehe ich mal hin und ziehe einfach per Drag and Drop diesen Ordner erstellen hier rüber. Jetzt seht ihr, hat er hier ein Random-Bild erstellt mit einem Ordner. Jetzt können wir den hier benennen. Ich schreibe da jetzt einfach mal Ordner rein. So. Und jetzt heißt das ganze Ding Ordner. Ja. Wenn wir diesen jetzt auf dem Stream Deck, seht ihr, wurde das natürlich auch angelegt. Jetzt können wir hier natürlich draufdrücken und sind direkt in diesem Ordner. War einfach, oder? Wenn wir jetzt allerdings die Software schließen, haben wir immer noch das Stream Deck und können es ganz normal fernsteuern. Das ist doch super einfach, oder? Also Stream Deck ist für einen Streamer unerlässlich. Das Beste auch daran, womit viele Streamer zu kämpfen haben, ist, es gibt jede Menge konfigurierbare Tastaturen, wo dann aber immer diese, ja ich sag mal, das Programm im Vordergrund sein muss. Und das ist mit dem Stream Deck nicht nötig, weil das steuert immer nur das, auch was im Hintergrund passieren soll. Wir haben auch die Möglichkeit, über System zum Beispiel Webseiten aufzurufen. Wir können uns Hotkeys anlegen, wir können einen Hotkey selber steuern, wir können etwas öffnen, da können wir eine Datei oder eine App starten. Wir können hier unendliche Möglichkeiten uns anlegen. Und natürlich können wir auch unseren Musikplayer fernsteuern. Wie ich das zum Beispiel bei mir tue, ich habe hier Play und ein Lied vorwärts. Des Weiteren kann ich hier auch die Kamera ausschalten. Ich habe dann hier meine einzelnen Szenen. Des Weiteren kann ich hier das Mikrofon stumm stellen. Und hier unter Apps habe ich mir dann so Sachen angelegt wie starte OBS, starte das Dashboard. Das heißt, dann öffnet er Twitch das Dashboard. Ihr seht hier unten auch den Befehl dafür. Dann Chatty, das ist mein Chatprogramm. Den Deepbot, den ich verwende als Bot, den kann ich hier ebenfalls starten. Und wenn ich hier drauf drücke, wird ein Tweet abgesetzt, dass Hans live auf Twitch ist. Also ihr seht schon, die Möglichkeiten, die man hiermit hat, sind super einfach. Und alles, wie gesagt, jede einzelne Sache, die ihr anwählt, könnt ihr einfach per Drag and Drop da reinziehen. Wir sagen jetzt zum Beispiel mal eine Szene. Wir klicken da rein. Das Beste daran ist, das Stream Deck ist so mit OBS verbunden, dass es sofort erkennt, okay, du hast deine Sammlung in Twitch
Dann, welche Szenen hast du denn zur Verfügung? Und dann kannst du hier direkt deine ganzen Szenen auswählen. Zum Beispiel könnte ich sagen, hier, die Intro-Szene von der Talktime. Dann können wir hier noch schreiben, Intro Talktime. Ich mache jetzt mal Intro TT. So, und dann seht ihr schon, wird das hier angezeigt. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das gefällt mir aber nicht, wo das steht, dann kein Problem, ihr könnt es auch oben anzeigen lassen und es auch in der Mitte anzeigen lassen. Also so viel Freiheiten habt ihr schon. Jetzt sagt ihr aber, jo Hans, alles gut und schön, ich will aber ein anderes Bild, das sieht mir einfach zu läppisch aus. Kein Problem. Rechtsklick da drauf, Bilddatei auswählen, das heißt, wenn ihr grafisch begabt seid, könnt ihr euch ein eigenes Bild erstellen, das dann hier in eurem Ordner auswählen, reinsetzen, fertig. Oder ihr könnt sogar ein neues Icon erstellen. Hier seht ihr, wenn ihr da drauf klickt, was dann geöffnet wird. elgato.com/gaming/keycreator. In diesem Keycreator habt ihr nun wirklich alle Auswahlmöglichkeiten, die ihr euch nur vorstellen könnt. Hier wird euch jetzt natürlich ganz klar erklärt, was ihr machen könnt. So, wenn ihr das natürlich alles kennt, könnt ihr sagen, stopp, alles okay. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Wir wollen zum Beispiel diesen Button haben. Jetzt ist der, ihr stellt euch vor, das ist immer der komplette Button, quasi hier so einer von denen. Als erstes nehmen wir den mal groß, ganze Ecke. Weil wir möchten jetzt hier das Twitch-Logo komplett in dieser Ecke haben. Dann können wir das jetzt schon speichern als Thumbnail. Fällt uns noch nicht, wir können noch was dabei schreiben. Ich schreibe jetzt hier mal Test rein. Hier drüben könnt ihr die Farbe anpassen, die ihr haben wollt. Einfach dann mit dem Häkchen bestätigen und schon ist die Farbe übernommen. Dann könnt ihr sagen, hey, Schriftart, gefällt mir nicht. Hier sind jede Menge Schriftarten drin. Also ihr seht schon, völlig freie Auswahl, die ihr hier treffen. So, das dazu. Das Ganze wird dann gespeichert und dann könnt ihr das Ganze natürlich aus euren Dateien natürlich herausrufen und dann hier einbauen. Wie ihr seht, habt ihr mit dem Elgato Stream Deck absolute Freiheiten. Ihr könnt, wie gesagt, nicht nur euren Stream damit füllen, ihr könnt auch eure Abläufe an eurem Rechner für euer Schnittprogramm, für euer Musikprogramm, ihr könnt dort einfach alles anfertigen oder starten, stoppen, was ihr euch nur vorstellen könnt. Ich muss ganz klar sagen, der Elgato Stream Deck ist ein Teil meines Streams geworden, sehr fest sogar, weil ich dort ganz schnell viele Dinge auf einmal regeln kann, die für mich sehr wichtig sind. Und ich muss ganz einfach sagen, dieses Teil hat einfach den Daumen nach oben verdient und ihr werdet mir mit Sicherheit zustimmen, wenn ihr das Elgato Stream Deck einmal verwendet habt, einfach nicht mehr wegzudenken. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass dem einen oder anderen dieses kleine Tutorial weitergeholfen hat oder sogar gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltest du noch irgendwelche Fragen dazu haben, dann gerne unten ab damit in die Kommentare. Ansonsten achtet bitte immer darauf, dass euer Stream Deck auch auf dem aktuellsten Stand ist. Software-Update ist hier das Stichwort. Ansonsten habt einfach viel Spaß damit. Und ich danke wie immer fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers.